Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video werde ich euch den ersten Umbauschritt vom 2018er Mustang vorstellen und ich werde euch zwei Produkte vorstellen, die mir persönlich richtig gut gefallen. Kommen wir zu dem Coyote-Emblem für die Front. Dieses Emblem könnt ihr an jeder Front verbauen. Das ist egal, ob ihr eine GT350 Front habt, einen MP Concepts Grill, einen Anderson Composites Grill oder sogar einen originalen Grill. Das ist wirklich egal, denn wie man sieht, ist auf der Rückseite eine Platte, hier zwei Muttern, die dann quasi die Platte einfach nur an den Frontgrill heranziehen und somit ist dieses Emblem auch sehr schnell eingebaut. Und die Optik der Embleme ist wirklich sehr hochwertig. Es gibt auch die Embleme in verschiedenen Farben, die kann ich hier auch nochmal zeigen und in unserem Blog findet ihr nochmal alle Informationen zu den Emblemen und dort werde ich sie auch nochmal verlinken. Und jetzt kommen wir mal zu dem Emblem für die Heckblende. Dieses unterscheidet sich nur in einer Sache und zwar auf der Rückseite befindet sich eine Klebefläche, also ohne Pins, ohne Gewindestangen und dieses Emblem könnt ihr auch auf verschiedene Heckblenden montieren. Es ist egal, ob es eine MP Concepts Heckblende ist, eine von Ford Racing oder eine von Scott Drake. Hauptsache die Fläche ist an der Stelle glatt und somit ist die Montage auch sehr, sehr einfach. So Leute, wie ihr seht, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um die Front und das Heck zu verändern. Ich werde im Blogartikel nochmal alle Embleme verlinken. Ihr könnt euch mal durchstöbern und euch das passende Emblem mal aussuchen. So, und jetzt kommen wir mal zum Einbau. Kommen wir mal zu dem Emblem für die Front. Dieses wird, wie gesagt, mit zwei Schrauben und einer Platte befestigt. Ich habe hier ein Stück doppelseitiges Klebeband hingeklebt, damit ich mir einfach erstmal die Position aussuche. Und wie gesagt, man kann ja dadurch, dass der Frontgrill offen ist, kann man sich verschiedene Positionen aussuchen. Also man kann sich es erstmal hier leicht hinkleben, um zu schauen, wie es einem optisch gefällt. Ich habe mich entschieden, dass ich dieses Emblem ungefähr so positioniere. Und wie man jetzt hier an die hinteren Gewindestangen kommt, das zeige ich euch jetzt. Es gibt hier zwei Versionen. Entweder man baut die ganze Frontstoßstange ab oder es gibt hier noch einen Weg und zwar nimmt man hier die obere Abdeckung ab. Wie man hier sieht, sieht man hier so eine Gummiabdeckung. Die kann man einfach runterdrücken und somit kommt man auch hier hinter den Grill. Wichtig ist, man braucht hier aber wirklich eine flache Hand, sonst kommt man hier nicht dazwischen. Dann kann man das Emblem ganz einfach hinter dem Grill befestigen. So, das Emblem ist jetzt an dem Frontgrill befestigt und jetzt kommen wir mal zum Heck. Ich zeige euch jetzt, wie man das Coyote-Emblem am besten positioniert, ohne dass man die Klebefläche hinten mehrmals benutzt, damit das Emblem auch später gut hebt. So, und das funktioniert wie folgt. Das ist hier noch eine Schutzfolie, auf die klebe ich ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband drauf, ziehe die Schutzfolie vom kleinen Stück ab. So, und jetzt kann ich das Emblem mir schon positionieren. Klar, das ist jetzt hier Augenmaß, aber ich kann es mir, wie gesagt, dennoch erstmal ganz leicht und grob mal aufsetzen. So, und das hebt auch ganz gut. So, und jetzt werde ich erstmal die Mitte, die Höhe mit einem Maßband ausmessen, es neu positionieren und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. So, jetzt kann ich das Emblem abnehmen, das doppelseitige Klebeband auch nochmal abziehen. Die Stelle wurde hier auch jetzt schon gereinigt und jetzt zieht man ganz einfach die Schutzfolie ab und kann dann das Emblem aufkleben. So, und jetzt drückt man gleichmäßig auf das Emblem, schön jede Position einfach mal festdrücken. Somit wird gewährleistet, dass auch der Kleber sich überall mit der Heckblende verbindet. So, das Emblem wurde ausgerichtet, festgeklebt und somit ist das jetzt hier auch erledigt. So Leute, das war der erste Schritt am 2020er Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt an diesem Projekt auf jeden Fall dran und bis zum nächsten Mal.